Leute. So, ich hoffe, euch geht's gut. Ich habe mal wieder richtig Lust, nach ungefähr 2 Jahren wieder was hochzuladen. Ja, gefühlt 2 Jahre. Aber egal. Ihr kennt ja. Ihr kennt es ja. Ja, es soll eigentlich kein so ein typisches Video geben heute, sondern es soll eher so ein Aufklärungsvideo über Wargaming geben. Es wird für viele verstörend sein oder nicht ertragbar. Dann bitte weiterklicken. Oder alle, die brav immer ihren Battle Pass kaufen und ihr Premium-Konto aufladen, der klickt lieber weiter. Ne? Aber für alle, die es interessiert und ein bisschen an Aufklärung interessiert sind, die können gerne dranbleiben. Man hört noch ein bisschen, ich bin ein bisschen von der Stimme ein bisschen angeschlagen. Ich hatte das böse C. Naja, Gott sei Dank keine Männergrippe. Nein, war nur Spaß. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Ja. Es wird, ich weiß nicht, ich werde so eine kleine Reihe machen. Ne? Diese Reihe wird natürlich gratis sein. Ihr könnt gerne abonnieren. Ein Daumen hoch würde mich freuen. Abo ist kostenlos. Mit Support habe ich mir abgeschminkt bei euch, Zuschauern. Ich wünsche mir schon seit Jahren eine Kaffeemaschine, aber ihr kriegt ja einfach nichts gebacken, Leute. Ich war seine Fakuako. Ich beschimpfe euch. Nein. Abonniert einfach. Die Kaffeemaschine habe ich mir unterdessen selbst gekauft. Also von dem her müsst ihr mich nicht mehr supporten. Also, Scherz beiseite. Es soll um ein paar wichtige Fragen gehen in nächster Zeit. Ja, es gibt verschiedene Fragen. Also die erste dringliche Frage, was mit WoT zu tun hat. Was sind es eigentlich für Typen, die in den EBR steigen? Was haben die so für ein Psychogramm? Was bewegt die dazu, so ein Ding zu fahren, mit irgendwelchen Gummireifen übers Feld zu fahren, wo jede Kanonenkugel hinten bounced? Sehr interessante Frage. Ja. Die zweite Frage, was ich auch sehr interessant finde, dafür wird es auch ein Video geben: Was bringt mich eigentlich dazu, ein Klicker zu werden? Also Vorstufe TD-Fahrer, aber es geht jetzt primär eigentlich eher um Klicker. Was bringt mich dazu, in der AD zu sitzen? Habe ich keine Hand mehr frei? Linke Chipstüte, linke Seite Chipstüte, rechte Seite Bier oder so? Naja, es soll ja nicht um Alkohol gehen. Dritte Frage, was ich auch sehr interessant. Ich schreie jetzt gerade im Moment, ein bisschen runterregeln. Wargaming, what is wrong with you? Matchmaking. Warum? Warum? Ich meine, warum ist die Erde rund? Aber warum dieses Matchmaking? Darauf werde ich auch noch ein bisschen eingehen. Aber die eine Frage, um die es heute gehen soll, die bestimmt auch viele von euch interessiert. Ja, wie soll ich sagen? Ja, ich hau's jetzt einfach mal raus. Es soll um den nächsten Neuner gehen, nicht um das 430U, sondern wer sind diese Typen? Scharfe Tourfahrer. Das sind die Teile, ne? Die gibt es im Battle Pass. Voilà, hier habt ihr einen. Ich nehme euch jetzt mal 2 Runden mit und zeige euch mal ein bisschen Gameplay und scharfe Tür. Man muss auch ein bisschen Französisch sprechen, mon Dieu, ne? Scharfe Tür, s'il vous plaît, ne? Ich kann ja kein Französisch, aber man sollte so einen gewissen Akzent haben, wenn man in ein französisches Fahrzeug steigt. Darum mag ich die Franzosen eigentlich ganz gerne. Ich glaube, ich werde ein paar Franzosen grinden. Ich mag die Linie irgendwie. Aber es soll jetzt erstmal primär darum gehen, was sind das für Typen, was sind das für. Ja, was sind Char-Gamer? Bitteschön, ihr habt da einen sitzen und ich nehme euch jetzt einfach mal mit. Ne? Also ihr seht, es steht einiges an auf dem Kanal. Ich habe große, große Pläne. Ne? Wie gesagt, die Kaffeemaschine, die könnt ihr euch gerne mal abschminken. Die habe ich mir selber gekauft. Aber ihr könnt mich auch supporten, indem man ein Abo macht oder ein Däumchen. Auch ein Träumchen. Ne? Okay. Genug geredet. Viel Sendezeit gefüllt. Jetzt werden wir erstmal starten. Also ich habe das Übliche. Ihr seht hier. Hier diese, was heißt das? Der Lüftungsstabi, ne? Und diese Zielführung. Ah, Zielführung war es genau. Ja, wie gesagt. Okay. Starten wir ins Game. Ich war total happy, als ich diesen Char hatte. Zur Vorgeschichte. Ich bin in das Ding reingesessen und habe losgezogen und gesagt, jetzt hast du einen Autoloader, jetzt machst du sie alle. Dann stand ich vom ersten Gegner, drück ab und musste feststellen, ich bin ja nur Hobbyspieler. Ich habe einen Intra-Clip-Reload von 4 Sekunden. Ja, das macht das ein bisschen kompliziert. Drum habe ich mir angewöhnt, das ist eine scharfe Tür,
eher als Einzelshows zu spielen. Es klingt merkwürdig, ist aber so. Okay, dann machen wir die Namen raus. Wir haben nicht momentan noch die Kamper. Und das ist so ein Tick von mir. Ich mag das in Random nicht, wenn ich alleine fahre. Ich möchte gegen Namenlose spielen, wenn ihr wisst, was ich meine. Natürlich, ich wäre kein guter Schärfe-Türspieler, wenn ich nicht die Premium nehmen würde. Und jetzt geht's los. Ja, sieht schon irgendwie ganz nett aus. Ne? Okay. Ich habe ungefähr 5000 bessere Panzer und wenn ich in den scharfe Tür steige, habe ich einfach Lust. Jetzt muss ich jugendfrei bleiben. Ein paar HE abzukriegen. Gut, die Mitte ist ungespottet. Ich als guter Schargamer gehe natürlich sofort in den Busch und warte ab. Beim X1390, seht ihr, es fährt in der Mitte hoch. Und ich genieße den Tag. Char Gameplay at its best. Himmel! Den habe ich jetzt erst gesehen. Ich habe Angst, dass der mich Proxy aufmacht. Und jetzt seht ihr einen Angriff. Vom scharfe Tür Gamer. Ups, jetzt bin ich offen. Doch kein Angriff. Ich hau jetzt erstmal ab. Das nennt sich strategischer Rückzug. Ich könnte jetzt vorjodeln, aber in der Mitte steht ein Skoda T27 und ein T49. Und das lassen wir mal schön. Huch, da kommt ja noch einer. Sagen, er ist deleted worden. Okay, es wird richtig heiß hier. Tja. Jetzt hauen wir mal ab, würde ich sagen. Huch! Mon Dieu! Hier ist so richtig was los hier auf dem Feld. Ich wäre kein guter Schargamer, wenn ich nicht abbauen könnte, oder? Okay, wir zäumen das Pferd nochmal von hinten auf. Ich fühle mich irgendwie verfolgt. Oh ja. Flucht! Okay, jetzt wird er, denke ich, kommen. Mal gucken, vielleicht können wir ein bisschen überraschen. Wir sind ja ein guter Schargamer. Ich glaube eher, das sieht so aus, als ob er mich überrascht. So. Ab geht er, der Peter. Das Coole am Char ist, er ist relativ schnell, wenn man nicht gegen Felsen fährt. Einfach nur geil, oder? Die hat's hier. Na, wo ist er, der Char? Wo ist er denn? Ne. Kann leider nicht in den Reload gehen, weil es gleich richtig intensiv wird. Komm, piek nochmal. Lass mir noch einen Schuss, bitte. Ach, jetzt kommt der auch noch. Na egal.
richtiges Schargame für euch. Immer auf der Flucht. Jetzt kommt gleich der Borask von hinten. Oh, mon Dieu. Da ist er doch. Oh, Monsieur. Bonjour. Ei, ich habe ja nur noch 38 HP. Was ist denn da passiert? Könnt ihr euch das erklären? Ah, der Klicker ist gar nicht schlecht. Was? Ich hab Bock auf den Klicker. Ich bin noch ein bisschen angeschlagen. Obwohl. Habe ich jetzt Bock auf den Klicker? Ja, ja, ich hab Bock. Huch! Er hat sich verlegt. Scheint ein Klicker mit Brain zu sein. Na egal. Nee, komm. Lass mich doch wenigstens von dem Klicker rausgenommen werden. Was ist er denn? Schade. Also wie man sieht, viel Spritverfahren, immer auf der Flucht, im Busch gestanden. So sieht normales Char-Futur-Gameplay aus. Ich brauche einen Schluck Kaffee. Das war aber anstrengend gerade, oder? Links, rechts, hoch, runter. Kaffee aus meiner eigenen Kaffeemaschine. Ich will nicht drauf rumreiten, aber ich wollte es nur sagen. Der SCB war mal gut hier. Hoppla. Ein Talent? Oder ein Reroll Account? Ein Talent? Da müssen wir gleich mal anschreiben. Ach, der ist in einem Clan. Wer diesen Namen aussprechen kann, kriegt für mich eine Kaffeemaschine. Aber ich wollte nichts sagen. Okay. Okay. Noch ein Game. Okay, noch ein zweites. Ich schieb's euch gerade hinten drei noch. Damit wir alle Fragen geklärt haben, was sind das für Typen im Char? Also was haben wir gelernt? Wir sind auf der Flucht. Wir laden immer Premium. Und was haben wir noch gelernt? Keine Ahnung. Dass heute die Sonne aufgegangen ist. Na, schauen wir mal. Jetzt geht's weiter. So, was haben wir hier? Mhm, Platoon Time. Oh, guck mal hier. Uiuiui. Auch ein paar Char-Gamer, also Obacht. Das sind die besten Spieler, die so rumfahren. Los geht's. Uiuiui, wo gehe ich denn jetzt hin? Gib mir mal einen Tipp, schreib es mal in die Kommentare. Wir haben einen Kranwagen, VZ. Irgendwie Bock, die Heavys zu supporten. Na, jetzt ist es zu spät. Jetzt ist es zu spät. Oh, ich suche einen schönen Busch, wie sich das gehört. Also, wenn ihr Schals im Gegnerteam habt, dann blindet die Büsche ab. Ne? Oh, da kommt der aggressive Push. Okay, Baby. Die haben was vor, die Jungs. Die sind auch im Platoon, ne? Ja. Okay. Wir warten auf unsere Gelegenheit. Die Grille soll vernascht werden. Ja, ja, ich bin da, Grille. Na, wo ist er? Das ist jetzt nicht wahr. Ja.
Oh, ich hab Bock rein zu jodeln. Mann, Mann, Mann. Oh. Ach, ich liebe Gejodel. Alright. Ah, ich komm gleich. Bin gleich an, ja, ich bin gleich nachgeladen. Scheiße, der Moment des Reloads war einfach nur unglücklich gewählt. Okay, ich mag es. Ich stehe drauf. Repush! Auf geht's, Mädels! Jetzt zeigt euch mal ein echter Schargamer, was Phase ist. Zack! Ah, jetzt ist was hier. Oh, mon Dieu, da steht ja einer. Irgend so ein Arschloch hat mir den Kill weggeschnappt. Stand doch noch ein Udes, ne? Ja. Da ist er doch, der Besser. Entschuldigung. Nein, Conway! Ah! Scheiße, Conway! Du bist so ein Blöder! Oder war das ist 268, oder? Oh, je, je, je. Das ist 268. Ah, ich war irgendwie angefixt. Hab das gemerkt. Wenn ein Char-Gamer, das ist das nächste, was wir lernen, wenn ein Char-Gamer austickt, dann gibt es keine Gefangenen werden dann gemacht, da wird vorgepusht. Einfach verreckt. Aber das war ein cooler Push von den Jungs da vom Gegner. Ich fand das cool. Ich finde immer, wenn was los ist, dann fahre ich da immer gerne hin. Es ist mir scheißegal, was für ein Panzer ich sitze. Aber ich denke, das müssen wir gewonnen haben. Ja. Sehr schön. Jodeltime, ich liebe es einfach. Na gut, gehen wir mal raus. Ich denke mal, ihr seht 7-2. Das müssen sie sich schon sehr inkompetent anstellen, so ähnlich wie ich gerade. Dann verlieren sie es. Okay, ich würde sagen, das Gejodel lade ich auf jeden Fall hoch. Und ich hoffe, naja, ich hoffe, ich habe ein paar dringliche Fragen klären können. Was sind das für Typen? Ne? Ihr habt es jetzt ganz genau gesehen und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Beim nächsten Video muss ich erstmal schauen. Ich bin auch noch voll in der Recherche. Ich habe da Kontakt mit bestimmten Leuten. Und wenn ich dann genug Quellen belegen kann und wenn ich genug Informationen habe, kommt das nächste, vielleicht für manchen von euch, verstörendes Aufklärungsvideo. Seid gespannt, aktiviert die Glocke, ganz, ganz wichtig. Und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ich habe gesehen, es gucken ganz viele Leute meine Videos, haben aber nicht abonniert. Das geht ja wohl gar nicht. Ne? Aber ich will jetzt nicht schon wieder mit euch schimpfen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß. Und ja, bleibt gesund. Und ich wage es ein bisschen zu spoilern. Nächstes Mal wird es wahrscheinlich... Ich weiß noch nicht, um was es gehen würde. Ich weiß auch nicht mal, wo mein Kühlschrank steht. Obwohl, ich habe jetzt Hunger. Also, ich gehe jetzt mal Mittagessen. Ich wünsche euch einen schönen Tag und ja, bis dann. Ciao.